Jo, liebe Leute und alle, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Minecraft Take It Light zusammen mit Markus und Futur. Hallo. Hi. Und ich gammel immer noch hier im Nether rum. Richtig assi. Ich komme irgendwie nicht mehr aus dieser Scheißhöhle. Die verfackte Höhle. Wir brauchen Schilder in dieser verfackten Höhle. Oh oh. Gas. Wo ist der? Dich will ich töten. Ja, Schilder brauchen. Ich komme hier echt nicht mehr raus. Oh oh. Zombie picks up Peak Waters. Die war so hart, der Mensch. Das ist so assi. So, ach so, ach so. Asi, asi. Nix, so ist genauso wenig. Super. Komm hier, nein, das ist nicht der Ausgang. So langsam sollte ich mich dann auf dem Rückweg machen, weil das Jetpack ist jetzt halb leer. Er macht immer auf dem Rückweg. Ich gehe auch gerade irgendwie. Ich guck, dass ich auch rauskomme irgendwo. Wo ist denn der Rückweg? Da lang ist der Rückweg. Bin direkt unter dem Höhleneingang hier oben, mein Gott, aber ich komme nicht hoch. Verrecken nicht raus hier. Ah, komm, ficken. Ich bin tot. Zombie, warum? Einfach zu stark, Alter. Ich komme jetzt aber auch nicht in den Nether. Ich komme nicht mal aus dieser scheiß Höhle raus. Markus, gib mir mal kurz dein Jetpack. Bist du ziemlich am Ende, oder? Was? Tempel. Komm, Tempel. Ja, ich komm, Tempel. Boah, Leute, ich hasse diese Scheiße. Also die Nether Farmen ist ja schön und gut, ne, aber die Zombie-Picks dort fucken richtig ab. Also nur mal, dass wir das hier nochmal festhalten, das war Nummer 4 oder 5, Markus? Ja, und wie oft farmt ihr im Nether? Hast du. Gar nicht, gut. Gar nicht. Wenn wir nicht blöd sind. Nein, aber was? Ich wohne nicht aus dieser scheiß verpackten Höhle raus. Siehst du? Ist auch nicht viel besser. Bin schon wieder an dem Riss. Doch, ich sehe dein Namensschild auch nicht. Doch, sehe ich. Da hinten. Du läufst gerade falsche Richtung. Läufst nein, ist Haus. Nein, ich laufe aufs Haus zu gerade. Nee, gerade bist du weggelaufen. Ich habe dein Namensschild gesehen. So, ich habe noch 90 Meter zum Haus, aber ich bin jetzt direkt unterm Haus, aber ich komme nicht irgendwie nicht hoch. Ja, ich habe jetzt noch 200 Meter zu meinem Todespunkt. Alter, die Zombie-Picks, die sind einfach too hard, Alter. Vor allem ohne Rüstung. Wir müssen uns ohne Mist mal gute Rüstung craften. Du wolltest keine Quantum. Haben wir denn genug? Nein, wir haben 0 UU-Meter. Gut. Wie willst du aus 0 UU-Meter eine Quantum bauen? Ich kann eng der Folge rausholen, hast du gesagt, du willst keine Quantum. Deswegen willst du kein UU-Meter. Erstmal will ich keine Quantum, weil das richtig viel kostet. Aber die ist richtig hart. Ja, kostet richtig viel Energie. Mein Schwanz. Was? Das ist nicht hart. Ja, direkt in der Luft bin ich verreckt. Hoffentlich nicht über dem Lavasee. Nein, nur so halb über einem Lavasee. Also mein Nano-Saver ist noch da, mein Drill ist noch da. Komm nicht aus dieser verrückten Höhle. Ums Verrecken nicht, helft mir mal jemand, Markus. Was denn? Helf mir. Mach einen Waypoint. Drill und Nano-Saver ist da, Waypoint. Was, warum, wie soll ich dir helfen, Alter? Sag ich mal, wo du bist. Ich glaub, ich mal, wo ich bin. Nein, ein Slap-Pack ist auch noch da. Welche verfackte Hülle bist du denn? Also die... Da wo mal was ist denn das für eine Treppe? Wir hatten hier eine Treppe hochgebaut. Ah, geiler Scheiß, das ist echt ein Durchgang. Geiler Scheiß. Hier rum. Oh, ein Schild, irgendwas. Ich hab nichts zum Platzieren. Also bis auf das Jetpack, glaube ich, habe ich alles wieder. Ich habe kein Jetpack, darum kann ich dir nicht helfen, Futter. Ja, ich bin raus, ich habe den Weg gefunden nach außen. Ja, ich habe auch kein Jetpack mehr. Ich habe, glaube ich, wirklich nur das Jetpack verloren bei dem Tod gerade. Nur. Das ist bitter. Ja, nur Jetpack ist fast nichts wert, Futur. Stell dir mal vor, ich hätte das Lappack verloren. Ja, warum hast du auch das Lappack im Ding dabei? Weil mein Drill noch ungefähr 40 oder 50 Blöcken leer ist. Achso. So, ich habe mal das Ding ordentlich. Du glaubst voll gar nicht, wie schnell du dich durch Netherohr durchbohrst, oder? Wie schnell du da Strom verbrauchst. Dass ich mal ordentlich einen reingelegt habe ins. Es ist mein Jetpack leer. Glück gehabt. Oh. Mal aufladen. Naja, wenn es nur das Chatpack war, das schaffe ich die Folge wieder herzustellen. Ja. Die Folge ist dann das verlorene Chatpack. Ist doch schön. So, einmal in das Portal zurück. Dann können wir hier. Nein, ich will den Wegpunkt noch löschen. Naja, dann lösche ich den Wegpunkt halt nicht mehr.
Meter. Remove. Mal Lapack bitte. Was? Jetpack? Ja, und Lapack. Dankeschön. Dankeschön. Da. Dann machen wir mal hier die Farm mal wieder ein bisschen aktiver. Ups. Das war ganz schlechtes Idee. Ganz schlechtes Idee? Ja, ganz schlechtes Idee. Mit der Schaufel. Getreide abfarmen. Heute mal ganz schlechtes Idee. Ganz schlecht. Das ist so ähnlich wie ganz schlechtes Deutsch. Ja, das hast du auch. Ja, das hast du. Du musst halt einer mal die Farm wieder bestellen, das wäre sehr nice. Mal du? Mach ich ja gerade. Also. Ja, aber auch ab und zu mal andere. Wenn jemand gerade in der Nähe ist, gerade abernten, neu pflanzen. 2 Minuten hab eurer ich schon Zeit. Regelmäßig gemacht. Hat schon mal. Wir brauchen das Zeug zwar nichts, aber trotzdem. Doch, wir brauchen es regelmäßig. Lapis. Lowstone, Redstone. Ich mach mal halb Kartoffel, halb Karotte. Ja, kannst du machen. Soweit wie die Kartoffeln halt reichen. Nur 11, deswegen. Ja, die Karotten kannst du dann wieder ins System werfen, weil die esse ich recht gern, weißt du. Ja, gut ich. Eine Bedbox, und was habe ich jetzt noch gebraucht? Ich mache auch das Getreide rein, damit unsere Kühe mal wieder wachsen, dass wir mehr hinkriegen. Ich habe ein neues Chatpack. Ja, ich schlachte mal Chatpack die ist Kühe. Nicht so das Problem. Ich habe ein neues Chatpack. Ja? Klingt irgendwie falsch. Ich habe die Kühe gerade mal dezimiert und jetzt tue ich sie wieder vermehren. Weißt du, ich habe ein neues Chatpack. Ich habe ein neues Chatpack. Ich voll falsch. Ist es aber nicht. Saphir muss hier rein und... Kohle? Nein, nicht das Kabel. Kohle? Nein, Kohle nicht hier rein. Doch, Kohle hier rein. Auch nicht. Dalle. Unsere Kühe vermehren sich wieder fleißig. Schön, schön, schön. Unsere Hühner vermehre ich auch mal von Hand. Oder auch nicht. Unsere Schweine, die Schweine ich halt. Ich habe auch mehrere Stacks Redstone mitgebracht. Gut, es müsste es glaube ich reichen, das Redstone, was du hast, oder? Ja, ich hoffe mal. Und von Nicolette habe ich auch, ich glaube, 3 oder 4 Stacks jetzt dabei gehabt. Goldohr 40 auch. Also es war eine erfolgreiche Jahr. Nicolette haben wir 500. Dafür draufgegangen ist, das ist okay. Ein Jetpack verkraftet man dafür. So, dann lade ich mal kurz mein neues Jetpack auf. Dummi 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 dumm. Aber irgendwie schaffen wir es die ganze Zeit, unsere Ladestation so schnell wieder zu entladen, dass die irgendwie gar nicht mehr voll wird, ne? Ja, die ist ja kaputt gegangen, deswegen wird die ja nicht voll. Ja, ich sag ja, wir entladen die auch die ganze Zeit so schnell wieder, wie sie sich quasi auflädt. Also alles Strom, was quasi in unserem System übrig ist, da brauchen wir dann mit unseren Geräten noch. Kann man eigentlich so sagen. Wir gehen nämlich die ganze Zeit wieder ganz knapp unter die 100.000, die hier drin sind. Ja, ich mach's jetzt mal voll, das geht mir auf den Keks. Nein, warum? Das macht doch keinen Unterschied. Solange Sachen laden, die laden doch nicht langsamer dadurch. Warum haben wir nur 9 UU Meter eigentlich? Kann man das jemand verraten? Wer verballert unsere ganze UU Meter? Das ist alles verballert wieder? Ich habe 16 Stacks Redstone aus UU Meter gemacht. Warum sind so viel noch? Wolltest du die Alex sammeln oder was? Das hat jetzt nicht so viel Juju gekostet. Wir haben noch 6 Juju.
Wieder 6, gestern waren es mal 0. Naja, geht. Aber es ist mal ein bisschen ruhiger in der Aufnahme. Mal ein bisschen ruhiger lassen. Ja, ich crafte jetzt. Ja, ich mache jetzt 5 Minuten, lasse ich mal laden, danach mache ich sie wieder an die UU-Produktion. Zur Not macht man einen zweiten UU-Generator. Aber wir brauchen die Box mal ein bisschen mehr Energie, weil in Markus kommen im Labpack und alles. Die Dinger ruckzuck leeren, das kann man nicht verantworten. Ich hab's gleich, Futur. Also zumindest den ersten Schritt komplett fertig. Aber die anderen habe ich alle schon vorbereitet. Haben wir jetzt keinen Reinforced Iron mehr? Warum wird das Lead-Ohr hier nicht gebrannt? Ich glaube, das sollte ich mir noch im System hinzufügen da hinten. Dass das masseriert wird. Oder kann man Lead-Ohr masserieren? Bevor ich jetzt hier irgendeinen Bullshit mache? Nein, kann man nicht. Aber brennen kann man das mit Sicherheit. Lead? Ich weiß gar nicht. Ja, das finde ich mir auch schnell raus. Oh. Ja, es kann gebrannt werden. Da muss es da oben rein in den Port. Warum habe ich jetzt eigentlich die Wand hier aufgerissen? Das war völliger Bullshit. Ein Lappenbiss. So, ich hole mir mal den Enderman. Oder auch nicht. Ich konnte mich nicht aus der Tür. Ja, das Problem hatte ich heute auch schon. Hier ist echt assi. Enderman, wo bist du? Da hinten. Oh, da sind zwei Endermänner. Komm zu Papa. Guck mich an, du Sau. Ja, einer hat mich angeguckt. Machen wir erstmal einen weg. Also Lead-Ohr wird gerade in Massenproduktion erstellt, weil das hatten wir alles in Ohr rumliegen. Jetzt wird da Band draus gemacht. Also man kann mal zwei Stacks oder so, die durch den Ofen gerattert sind. Ein Enderman ist tot, hat nichts getroppt. Zweiten Enderman hole ich mir jetzt noch. Ja, stimmt, die bräuchten wir auch mal wieder. Ja, für eine Ender-Tank brauchen wir ja noch. So, dann muss ich ein bisschen Iron burnen, Motherfucker, burn, Mother... Er hat keine Chance. Aber hat auch nichts getroppt, der Arsch. So, wie viel brauche ich jetzt dann noch? Generator 12 mal 2... 24 reinforced. Wie geil die Zombies, die Skelette einfach sterben. Mit dem Saber. Ach, alles stirbt so schnell mit dem Saber. Ich erkläre hiermit offiziell Schritt 1 der Produktion abgeschlossen. Was haben wir? Wir haben jetzt einfach nur Standard Solar Panels. Jetzt machen wir Low Voltage Solar Panels. Dafür brauche ich... Ja, super, jetzt haben wir ein Loch im Garten. LV Transformer. Und davon brauche ich... Ich will gar nicht wissen, wie viele. Müsste doch jetzt alles genügend haben, oder? Müsste es doch locker bauen können. Ich glaube es gar nicht, wie viel Ressourcen sowas frisst, oder? Ja, wenn es uns die Energie liefert, um noch mehr Dinge zu bauen, noch mehr Juju-Matter, dann passt es ja, dann lohnt sich das der Aufwand ja. Oder? Sehe ich das verkehrt? So, davon brauche ich jetzt, Futur, 256 geteilt durch 8. 256 durch 8 ist 16 oder so. Naja, keine Ahnung. Warte. 16. Anrechnen. Ja, 16 müsste es sein. Ja, nein. 16. Sie passt nicht. War 16. Nein, 32. 32. Welche Zahl? 32. Welche Zahl? Was, 100, was? 256 durch 8. 256. Durch 8. 32. 16 wäre die Hälfte, so, gewesen. Damit erkläre ich offiziell Schritt 2 der Produktion als abgeschlossen. Ist geht doch ganz zügig. Ja, weil ich das ja alles schon vorbereitet habe in dieser 4-Stunden-Sitzung, die ich da irgendwann mal hatte. Das waren keine 4 Stunden, das waren vielleicht 2. 2 oder 3 Stunden, ja. So, dann mache ich jetzt den Medium Voltage, das heißt, dafür brauche ich nochmal
4 MV, das heißt, dafür brauche ich 4 Machine Blocks. Töte die ganze Zeit Zombies. Das kriege ich jetzt auch noch fertig. Ja, das machst du jetzt noch in der Aufnahme. So, 3. Risiko! Nein, bisschen reinforced. Alter, ich habe 4. Passt. 4 Stück. Und dann noch Gold. Die Double Isolated. 4 Stück oben, 4 Stück unten. Nehmen wir die 4 hier. Packen die da hoch. Vielleicht nicht gegen die Zombies. Einer mal kämpfen. Komm schon, guck mich an. No! Oh, fick dich, du Wichser, jetzt hat er meine Mauer weggesprengt. Nein, kann. Hat auch nichts getroppt. Komm schon, Enderman, komm zu Papa. Medium Voltage Solar Arrays, Bitches. Fuck. Scheiß Creeper. Scheiß Zombie, Enderman. Scheiß Creeper. Und jetzt mache ich die Belohnung für mich. Was ist die Belohnung für dich? Scheiß. Für den ganzen Aufwand. Ja, was kriegst du jetzt dafür? Du machen wolltest. Scheiß Creeper. Bist du besser drin? Das hier. Futur. Badam tsch tsch. Badam tsch badam tsch badam tsch badam tsch tsch. Meine Sachen laden sich jetzt automatisch, sobald ich irgendwo am Licht stehe. Geiler Scheiß. Das ist jetzt ein MV-Array auf dem Kopf quasi. Weil du wolltest ja 3 Stück für die Mühle haben, darum habe ich ja gesagt, mache ich 4, damit ich auch eins benutzen kann. Genau. Dann hast du jetzt hier deine 3 Arrays. Ja, die das kannst du gleich auf der Mühle oben anbauen. Ich hab's dir schon gegeben jetzt. Also, die baue ich gleich. Ja, oder die könnte ich eigentlich in der nächsten Folge montieren, würde ich sagen, oder? Ja, kommst du mit, dann zeige ich dir, wo ich dir hinhaben möchte. Ja, das können wir ja eigentlich auch nächste Folge machen. Okay. Gut. Wir können jetzt hier noch einmal die Aussicht genießen, hier auf dieses LG TV. Ja, das ist auch noch ein bisschen in Arbeit. Aber wie findest du es bisher? Ich müsste jetzt mal irgendwas Strom verbrauchen. Nee, es müsste erstmal Tag werden komplett, damit sich meine Sachen laden, glaube ich. Hallo, ladest du dich mal bitte? Warum lädt es dich? Das lädt nicht, Futur. Keine Ahnung warum. Ah, popular okay, nicht. Es lädt nur mein Chatpack. Und mein Lappack. Aber dann ist ja auch okay. Ja eben. Das Lappack lädt ja deine Waffen. Und mein Lappack lädt wieder alles andere. Also von dem her. Es lädt scheinbar nur die Sachen, die ich am Rücken habe. Weil mein Chatpack geht nicht mehr leer. Ich fliege hier rum. Und in der Luft, während ich fliege, ich habe einfach volles Chatpack. Es geht nicht mehr leer, solange ich, wenn ich am Tag fliege, nur Energieverlust. Guck mal bitte in die MV, wie viel hatten die gerade momentan? Voll. Voll? Dann mache ich unseren Speicher wieder leer. Ja Leute, ich würde sagen, das war's dann auch mit der heutigen Folge. Ich kümmere mich jetzt mal darum, dass wir dann alle 3 Lab Packs abbekommen. Oh, unser Ding wird leer, habe ich das Gefühl. Das heißt, da brauche ich... Was wird leer? Ja, gut, wir haben 72.000 Steine. 24 das ist sogar rückläufig. Sogar rückläufig. Ja, ja, ich sage, solange das Ding läuft, also ist rückläufig. Ja, aber 72.000 Steine, die verbauen wir im Lab. Ja, das habe ich ja nie gesagt. Wir haben ja noch 160.000 Blöcke und nebendran sind ja nochmal 300.000 Blöcke zum Abbauen. Also das passt ja. So, dann brauche ich jetzt einmal 24 Batterien. Also soll ich jetzt die Folge mal beenden hier? Ja, natürlich. Okay, dann beenden wir mal die Folge hier an der Stelle. Wir haben schon wieder keinen Redstone mehr, Leute. Das ist motherfucking Bullshit. Wir brauchen eindeutig irgendwas, womit wir Redstone gewinnen können. Ich weiß aber nicht, wie man gut an Redstone rankommt, außer Farmen. Weil irgendwie habe ich ja noch keine tolle Lösung gefunden, irgendwie so... Piss dich. Mach viel Redstone. Boah, Junge, Alter. Töte dich gleich. Junge. Die Methode hier ist halt ganz okay, 4 UU, naja. Nein, wir machen jetzt erstmal die Stromversorgung, dass wir noch einen zweiten UU-Generator aufbauen können. Dann bauen wir eine zweite Quarry, um die zu beschicken. Und dann passt das. Ja.
Das passt schon. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da geht es dann mal wieder ein bisschen weiter. Ich kümmere mich dann mal darum, dass wir alle Lab-Hacks bekommen. Weil das ist, glaube ich, auch mal ganz praktisch, wenn davon jeder von uns eins hat. Ja, das hört sich nicht nach keinem schlechten Plan an. Genau, weil dann, wenn ich mal irgendwie nicht rumfliegen muss, sondern mal wieder irgendwo am Bauen oder Craften bin, dann kann ich meine Energie auch wieder sinnvoll nutzen. Und dann wird die ganze Zeit das Lab-Pack vollladen. Das ist eigentlich echt ganz praktisch, irgendwie mal kurz in die Sonne stellen, Lab-Pack wieder voll machen. Jo, damit Leute würde ich sagen, Servus und Ciao. Ciao.